Jetzt bin ich schon eine Woche in London und ich will echt versuchen, nicht über das Wetter zu reden. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich mich hier jemals wohlfühlen werde. Aber ich denke, wir werden sowieso bald genug wegziehen. Obwohl, dieser Abend war eigentlich ziemlich spannend. Ich habe Lara wieder getroffen. Ich glaube, die ist echt cooler, als sie denkt. Was soll das? Hey, stopp. Dich kenne ich doch irgendwoher. Bist du nicht die, die ständig über den Campus rennt mit den ganzen verstaubten Büchern? Ist ziemlich gefährlich, just saying. Hey, ich bin Lara. Ja, und du bist die neue Samantha. Genau, du wolltest ein Foto von mir machen. Aber das ist irgendwie eine andere Frisur. Ja, es muss wohl echt mal wieder was Neues her. Aber sag mal, ich habe doch kein Bild von dir bekommen, oder? Nein. Das finde ich echt nicht cool. Aber ich habe dir Cookies gegeben. Ja, okay, die waren auch echt lecker. Aber stopp mal, ich wollte dich doch. Nein, wir wollten doch zusammen feiern gehen. Ich meine, komm schon, wir sind gerade in der Bar, dann kannst du dann noch so losgehen. Ich meine, du bist Engländer, Engländer sind berühmt dafür, dass sie feiern können. Aber wo wir bei Engländer sind, ihr habt echt scheiß Wetter, ihr seid echt gestraft. Also mich macht dieses scheiß Wetter echt, boah, depressiv. Ach naja, manchmal kann es ja auch schön sein. Meinst du? Ich weiß ja nicht. Aber du arbeitest hier? Wow, arbeiten, leben, lernen. Also ganz ehrlich, das würde ich nie im Leben machen. Also nicht, dass ich lernen würde, aber trotzdem. Noch ein bitte. Gerne. Entschuldigung. Ja? Noch ein Mai Tai bitte. Ja. Hi. Hey. Ich habe dich hier noch nicht gesehen. Ja, naja, also. Ich kenne die. Du meinst Lara? Ja, genau. Ich glaube, wir sind in einem Kurs zusammen oder so. Das glaube ich nicht. Ich bin in einem Kurs mit dir. Jedenfalls, stell dir vor, wir waren in Australien und ich habe kein einziges Känguru gesehen. Oh. Ja, danke, Lara. Wo waren wir? Ja, jedenfalls bin ich dann hierher gezogen. Wow. Dann hast du ja schon die ganze Welt gesehen, sozusagen. Ja, kann man schon sagen. Aber ich muss jetzt mal für kleine Mädchen. Entschuldigung. Ah, Lara! Ben! Ja, was gibt's? Ja, du baggerst heute ja mal wieder jede an. Ach, was? Aber da lässt du von Sam die Finger. Von Sam? Warum denn? Du weißt schon, was ich meine. Komm, wir gehen jetzt für heute. Du schon wieder. Echt? Wirklich? Kaum ist meine Sekunde weg, stümpern dann sie die nächste. Aber ich kann mich ja mit ihr unterhalten. Das Gemüse bin ich. Aber du scheinst mir ein Geschichtsfreak zu sein. Ja. Mit all den verstanden Büchern. Also, eigentlich ist es Archäologie, aber. Ja. Archäologie wäre noch cooler. Mhm. Verstaubte Bücher, verstaubter Boden. Scheiße. Ja, was ist los? Ich glaube, der ist wegen mir hier. Dem ist nicht so Spaß. Bleib hier, okay? Hallo. Hi. Scotch. Gerne. Ohne Eis. Hättest du heute einen kleinen Pseudo-Asiaten gesehen? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. Okay, alles klar. Lass mich mal durch. Es tut mir wirklich sehr leid, aber hierhinter dürfen nur Angestellte. Ach, wirklich? Ja, ist leider eine Regel. Ich habe so einen Scheiß keine Zeit. Sam, komm raus, wir müssen reden. Eigentlich schlage ich keine Mädchen.
wieder auf Zeit. Sam, bleib hinter mir. Ich mach das. Was hast du gemacht, du Scheißkerl? Was zum? Sprechen wir uns mal. Herz weg. Geht's dir gut? Ja, schau dich doch mal an. Ach komm, wir hatten öfter so schräge Typen in der Bar. Aber ganz ehrlich, du kannst echt glücklich sein, dass ich nicht irgendwie 2, 3 Kinder mehr hatte. Ach ja? Ja, sonst hätte ich die Polizei nicht mehr rufen können. Und die Adresse habe ich sowieso abgeraten. Ach so! Ja. Gott. Ich glaube, wir können echt gute Freunde werden. Ja.